Wir wollen die 5-Megapixel-Kamera des Samsung Galaxy Ace Plus einmal genauer testen. Hierhin haben wir außerdem noch ein LED-Licht. Und um die Kamera zu starten, entsperren wir das Gerät einmal und drücken dann hier bei Apps auf die Kamera-App und sie startet. Ich werde einmal ein bisschen näher ranzoomen, damit ihr besser das User-Interface sehen könnt. So sieht das aus. Diese Einstellungsmöglichkeiten haben wir. Wir können hier zwischen Foto und Video wechseln, dann ändert sich das hier ein bisschen. Das ist jetzt der Aufnahmeknopf und hier ist der Auslöser. Hier unten rechts haben wir die Galerie. Oben links haben wir was? Einzelaufnahme, Smile, Serie, Panorama. Szene könnt ihr einstellen, Porträt, Landschaft, Nacht, Sport, Party, Strand, Morgendämmerung, Text und so weiter und so fort. Fotolicht ein aus. Können wir mal eben anschalten, damit ihr es sehen könnt. So sieht es aus. Dann habt ihr hier weitere Einstellungen, Belichtungswert, Makro, Ein-, Aus- und so weiter und so fort. So, machen wir mal hier den Blitz wieder aus und machen mal ein kleines Testfoto, um zu schauen, wie das so aussieht. Länger drauf drücken, dann schaltet der Fokus ein quasi oder dann fokussiert das Gerät erst. Ja, ihr macht Fotos in einer Auflösung von 2560x1920 Pixel und ihr könnt auch Videos drehen, wie ihr eben schon gesehen habt, und zwar mit 640x480 Pixel, also nehmt ihr Videos in einer VGA-Auflösung auf, was in Ordnung ist. Also heutzutage möchte man ja unbedingt gerne mal in HD aufnehmen. Da geht ja der Trend hin. So, machen wir nochmal 1, 2, 3 Fotos, schauen wie das so aussieht. Machen vielleicht mal den Blitz auf automatisch. Belichtungswert Makro können wir auch mal einstellen hier. Gehen mal ganz nah dran. Und die Fotos seht ihr jetzt gerade im Video. So. Ja, also Fotos kann man machen, funktioniert gut, man hört diesen Auslöserton und ihr habt ja einige Einstellungsmöglichkeiten, die ihr vornehmen könnt. Ansonsten könnt ihr Videos machen, machen wir jetzt auch mal einen Test. Welche Einstellungen haben wir da? Aufnahmemodus normal oder Begrenzung für MMS? Szenen könnt ihr nicht verändern, ihr könnt das Licht ein- oder ausschalten und weitere Einstellungen vornehmen. Auflösung könnt ihr verändern, ja, aber besser als 640x480 geht nicht. Machen wir mal ein Video draußen, wie mal schauen, wie das so aussieht. Ist wie gesagt nicht HD. Wie sieht das Licht hier draußen aus? Und ja, schaut euch das einmal an. Ansonsten haben wir hier keine Frontkamera, wie ihr sehen könnt, also keine Videotelefonie könnt ihr mit dem Gerät vornehmen, was schade ist, aber da ist halt auch die Frage, kann das quasi das Gerät überhaupt verarbeiten. Ansonsten möchte ich euch noch eine weitere App zeigen, die habe ich schon in dem letzten Videotest gezeigt. Und Instagram, müsst euch was sagen, also auf jeden Fall Smartphone-Usern was sagen. Das ist ein Social Network sozusagen, ihr könnt hier Fotos hochladen, die ihr direkt macht, noch einen Filter drauflegen. Und andere Leute können halt schauen, welche Fotos ihr macht und Kommentare machen, beziehungsweise euch eure Bilder liken. Und das Ganze könnt ihr auch mit Facebook verknüpfen. Ja, wie heißen wir hier bei Instagram? HandyMC.de, alles zusammen ohne Sonderzeichen. So, und dann machen wir einfach mal ein Foto und schauen mal, wie das Ganze dann so aussieht. Ich fotografiere einfach mal die Verpackung von dem Gerät. So, dann machen wir einfach einmal hier ein Foto. Dann müsst ihr auf Speichern drücken, dann könnt ihr es verwenden. So, dann müsst ihr den Bereich auswählen, den ihr quasi bearbeiten wollt. Die Bilder sind ja immer quadratisch. Einmal auf OK, Saving Picture. Und dann könnt ihr hier einen Filter drauflegen. Und dann seht ihr, wie sich das Bild verändert quasi. Sieht ganz schön aus, ist wie gesagt in. Viele Leute benutzen das mittlerweile. Nehmen wir einfach mal diesen Filter diesmal. Und jetzt wollen wir das verwenden. Dann drückt ihr hier rechts auf den Pfeil eigentlich. Bearbeitung läuft und dann könnt ihr das direkt posten bzw. hochladen. Und wenn ihr diesen Account mit Facebook oder Twitter verknüpft habt, dann wird das direkt gepostet. Also es dauert jetzt hier ein bisschen. Und jetzt wird das Foto hochgeladen. Ja, 5-Megapixel-Kamera habt ihr hier, LED-Licht Autofokus natürlich. Lassen wir das einfach nochmal laden. Was ihr gemerkt habt, wir haben hier leider keinen Schnellstartknopf für die Kamera, beziehungsweise auch keinen Auslöser. Außerdem könnt ihr auch zoomen, das möchten wir jetzt noch einmal ganz kurz testen.
Jetzt habe ich hier versehentlich ein Video gemacht. Hier zurück zur Kamera möchte ich gerne. So, und wie zoomt ihr? Mit der Lautstärke-Wippe. Das ist ein digitaler Zoom. Den habe ich eben vergessen zu zeigen. Also auch das geht. Qualität nimmt natürlich ab. Ja, das war der Einblick in die Kamera. Ich hoffe, ihr konntet durch die Beispielfotos und Videos